Ist der Kollege da? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Wie bitte? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ja oder nein? Nein. Eigentlich müsste ich meinem Kollegen für seine Unpünktlichkeit dankbar sein. Er hat mir gezeigt, wie einfach ein Sich-Gewöhnen zur Abhängigkeit wird. Denn der Kollege hilft mir sonst immer aus dem Mantel. Und deshalb bitte ich um Ihr Verständnis, wenn ich jetzt mit dem Musiker und Ihnen ohne den Kollegen beginne, den Abend zu beschreiten. Danke. Vor Ihren Augen als Frau, kannst du euch weiterspielen? Als Frau verkleiden. Denn ich spiele in dieser Nummer eine Frau. Sie wird Sibylle heißen, eine Bibliothekarin, die riesige Hoffnung hatte, ihre Karriere in einer Staatsbibliothek zu machen, aber die Akademikerschwemme ließ sie in einen kleinen Buchladen ihr stilles Glück finden. Ja, übrigens, da fällt mir ein. Ist Ihnen schon aufgefallen, dass die Männer, oder ich sag mal wir Männer, so machen? Um Pullover auszuziehen. Ah ja, Sie waren das eben. Sie sagen eben, ah ja, ja. Also mich hat das schon seit der Pubertät beschäftigt, warum wir so das ausziehen und die Frauen so. Und erst kürzlich, ja, während meinem langen Warten kam ich drauf, warum, ja. Also nicht nur, dass bei Frauen hier diese Frisur zerstört wäre, sondern es ist dieses riesige Problem, der Mann hatte den Pullover so schnell aus, ja, und wartet. Die Frau ist noch so. Jetzt. Das erste stille Glück fängt den Mann, die Frau zieht. Und jetzt, kurz vor dem kritischen Augenblick, ja, das Gesicht ist für Sekunden verdeckt, da erscheinen die Kindheitsträume des Mannes. Und das Problem ist gelöst. Also, es ist Sibylle. Die in ihrem kleinen Buchladen ihr stilles Glück gefunden hat. Sie werden mir erlauben, den Part meines Kollegen, ist etwas untersetzt, diesen Part nur anzudeuten, stimmlich, dass es für mich furchtbar wäre, wenn ich eine seiner Grimassen Ihnen vorführe und es käme zu einem Donnerwetter. Sie erinnern sich, früher in der Kindheit wurde immer gesagt, wenn es blitzt, und man hat so ein Gesicht gemacht, dann bleibt er stehen. Es wäre furchtbar, wenn ich mit meinem Gesicht und der Grimasse des Kollegen mich in den Augen einer Frau spiegeln würde. Die Schweinekramnummer. Sie wünschen? Ja, ich bin doch hier in einem Buchladen, oder? Na, und was ist das? Na ja, ein Buch, aber ich habe gehört, dahinter verbirgt sich etwas anderes. So. Und was? Na ja, man hat mir gesagt, dahinter verbirgt sich ganz suliger Schweinekram. So. Und was?
Ja, ganz uliger Schweinekram. Sado? Oma Maso. Ja, dann hätte ich, glaube ich, etwas gesehen. Sehen Sie hier diese Peitsche? Original aus der Camargue. Oh, eine Bullenpeitsche. Oh, aber ich suche... Aber ich suche was noch Soligeres. Ja, dann hätte ich noch für Sie einen Pullover. Oh, ein Pullover? Ja, wenn Sie bitte darauf achten. Ja, wenn Sie bitte darauf achten, in diesem Pullover sind Stahlfäden eingezogen und Sie müssen den Pullover bitte über die nackte Haut ziehen. Oh. Das ist aber ein zuliger Pullover. Aber hätten Sie da nicht noch größeren, zuligeren Schweinekram? Ja, dann hätte ich ein Fieberthermometer. Oh, ein Fieberthermometer. Hätte ich noch hier einen Fieberthermometer. Einen Fieberthermometer mit 4 rostigen Widerhaken. Wenn Sie vielleicht dieses Gerät einmal ausprobieren, vielleicht ist das der sulige Schweinekram. Ah, das ist es. Ja. Das, wo ist die Bitte Kabine? Gehen Sie in die Kabine hinten links. Bitte geben Sie Acht, es ist mein Vorführgerät. Ach, ist das ein guter, suliger Schwein. Oh, ist das gut. Oh, das ist genau richtig. Ist das ein wunderbarer Schwein. Oh, gnädige Frau. Sagen Sie, das ist ja genau das Richtige, das ist ja richtig abartiger Schwein. Oh, ist das ein guter Schwein. Ich glaube, das ist schon die Richtung, vor allem mit diesen kleinen Zacken. Gnädige Frau, Sie könnten vielleicht noch etwas rostiger sein. Sagen Sie, die Richtung stimmt, aber haben Sie nicht vielleicht noch etwas anderes? Ja, wenn die Richtung stimmt, lieber Herr, dann hätte ich hier noch etwas ganz Besonderes für Sie. Ah, ja. Oh, was ist denn das? Das ist ein Lanze aus dem 15. Jahrhundert mit Lanze. Ah, sozusagen ein ganz antiker Schweinekram. Danke schön, das, ich glaube, das ist es. Das ist der richtige Schweinekram für mich. Oh. Nicht rektal, sondern nasal. Nasal. Ach, ist das ein guter, suliger Schweinkram. Ach, das ist gut. Oh ja, gnädige Frau, ich glaube, das ist genau das, was ich suche. Bitte, davon nehme ich doch gleich eine ganze Armee. Kollegen, hör auf. Wie
dazwischen spielen. Überhaupt kein Gespür für Situation. Musiker. Oh. Was ist denn jetzt schon wieder? Weil ich 2 Minuten zu spät bin. Wenn's lächerlicher 2 Minuten, das ist doch wirklich albern. Na, sag was. Das kann doch wohl nicht so schlimm sein, nur weil ich 2 Minuten... Ich meine, du hast doch bestimmt die Zeit genutzt, diese 2 Minuten, ja? Wie ich dich kenne. Hast du den Leuten irgendwie was von mir erzählt, was? Das sehe ich doch, wenn ich dich angucke. Ich guck doch, was da im Kopf vorgeht von dir da. Weil du bist ja sowieso, da geht ja nur im Kopf was vor. Sonst läuft da überhaupt nichts mehr, aber nur im Kopf da. Ja? Ist doch richtig, oder? Nur wegen lächerlicher 2 Minuten. Ich finde das widerlich, weißt du? Absolut widerlich. Was hast du denn erzählt, hä? Über mich? Ich sehe das doch, so wie du mich anguckst, eiskalt, du Eisblock, du. Mensch, mir läuft's eiskalten Rücken runter. Ja, ich bin hier, schau mal hier, ich krieg Gänsehaut. Hier, alles geht gut. Also überhaupt kein Gefühl, gar kein, nix. Überhaupt nichts, kein Gefühl, da kommt gar nichts raus, ja? Weißt du, ich hab dir schon mal gesagt, das hier, das ist das Leben. Das volle, pralle Leben, das trotzt aus. Was ist denn los? Hä? Was? Ach, das ist ein Fussel. Ja. Komm, hör auf, ja? Lenk mich ab, das ist immer entweder ein Fussel oder sonst irgendwas. So. Mensch, du, wenn du irgendwann mal unter der Erde liegst, dann stoßen sich die Würmer, die stoßen sich doch an deinem Gerippe, stoßen die sich doch die Köpfe blutig, weil nichts da ist. Nichts mehr. Ja, es ist so. Du, wie könnte ich vom Lied... schon irgendwann mal geheult, ja? Irgendwann mal irgendeine Träne, irgendein Gefühl rausgelassen. Ja, also gut, ich nehme deine Entschuldigung an. Spiel, Mensch, hab gesagt, Spiel und dann Spiel. Dafür bist du eigentlich. Du sollst spielen! Du sollst ein anderer Scheiß spielen! Ich war nicht, heute du spielst. Was soll das? Unsensibel bis zum Abwinken. Unsensibel bis zum Abwinken. Der Schreiber hat dir gesagt, lass ihn raus, beim nächsten Mal raus. Aus. Können wir auch ohne Musiker. Einen abgewichsten Pianisten. Das ist alles, was du kannst. Ein bisschen mehr Fantasie entwickeln ist ja widerlich. Kein Schlüpfer an, Mensch. Hab ich vergessen. Entschuldige bitte, wie sieht denn dieser Alter? Ich hab
Zeit. Mein liebes Kind, lass dein Hemdchen herunter. So etwas gehört sich nicht. Ich will dich anschauen. Beim bösen Wolf ist es genau umgekehrt. Der würde mich nicht anschauen, wenn ich nicht das Hemdchen hebe. Dann ist der böse Wolf ein Schwein. Wo ist er? Ich werde ihn niedermachen. Seit 3 Tagen warte ich auf ihn. Er wollte vorbeikommen. Er hat es mir fest versprochen. Mein liebes Kind, kann ich dich jetzt ansehen? Oh. Wie heißt du, liebes Kind? Sterntaler. Was machst du da? Wie, was ich mache? Was ist das hier? Was ist das für ein... Was ist was? Ja, aber diese Haltung da, was ist das? Ich halte das Pferd am Zügel. Sieht aus, als wenn du Straßenbahn fährst. Sterntaler! Hier in der Zeitung habe ich vorhin gelesen, dass durch freilaufende Pferde auf der Autobahn ein furchtbarer Aufwand ist. Ja, es ist uninteressant, es interessiert keinen Mensch. Ich heiße Sterntaler! Sterntaler, ich heiße Sterntaler. Ja, willst du Text, mich, Text, ja. Willst du mich nicht fragen, wie ich heiße? Herr Hartmann. Ach, wie heißt du denn? Ich heiße Friedwart. Text da rein, ich hab noch einen Text. Wie heißt du denn, blöder, blonder Recke? Ich heiße Friedwart. Ach, Friedwart, ach, ist das ein schöner Name, Friedwart. Ich kannte meinen Ottokar, aber Friedwart ist der viel schönere. Oder Friedwart, er heißt Friedwart. Ich heiße Friedwart und begehe große Taten für meine einzige Amanda. Ach, schön, ja. Ich habe den Drachen getötet. Ich habe den Bären erlegt. Ich habe die Schlange erwürgt. Dies alles habe ich für meine einzige Amanda getan. Sag mal, Friedwart, ist diese Amanda denn schön? Ich kenne sie nicht. Was? Du kennst sie nicht? Nur der Wind hat mir von ihr erzählt. Von ihren Augen blau wie Bergseen und von ihren... Sag mal, Friedwart, willst du mir vielleicht nicht mal dein großes, großes Schwert zeigen? Oh, no! Ach, Friedwart, bitte lass es mich doch einmal anfassen. Einmal, Friedwart. Bitte, ich habe immer schon von so einem großen Schwert geträumt. Friedwart, bitte, lass es mich doch einmal anfassen. No! Friedwart, der böse Wolf sagt... Ich wäre die Beste hier im Wald, ja. Weißt du, ich habe doch keine Vergleichsmöglichkeiten, Friedwart. Nur den bösen Wolf, ja, nur den... Und auch die sieben Zwerge hinter den sieben... Die haben so kleine Schwerter, weißt du, ja. Der böse Wolf sagt, ich sei die Beste. Sogar noch viel besser als die Großmutter von Rotkäppchen. Oder Schneeweißchen und Rotkohl. Oder Schneewittchen. Ja, oder Rapunzel, das olle Flittchen. Ja, Friedwart, komm, lass mich doch mal dein Schwert sehen. Schau mal, Friedwart, schau mal, was ich da habe. Oh. Ja, ja, und da habe ich sogar 2 davon. Oh. Ja, Friedwart, jetzt, Friedwart, pass auf, jetzt kommt mein bestes Stück. Schau mal, Friedwart, schau mal, schau mal, das ist, ja. Kind! Das kratzt, ja! Ja, wie das kratzt, Friedwart! Ja, wie das kratzt! Jetzt hab ich es, Friedwart! Oh, jetzt hab ich es! Friedwart! Du alter Schlappschwanz! Thank you.
Halt! Stopp! Halt! Aufhören! Was machst du da? Wie war das? Hör auf, Katie, das hast du mir versprochen, dass du das nicht mehr machst. Dass du diese Nummer nicht mehr machst. Bitte, tu mir das nicht an. Es geht schon wieder los. Wir haben uns doch eben versöhnt. Ja, das haben wir. Das ist und da dachte ich, dein Herz wäre weit genug, dass du auch mal eine politische Nummer in unser Programm bringst. Das hat doch nichts damit zu tun. Du weißt, ich habe eine Schamgrenze und da geht das nicht. Tatsächlich? Ja, tatsächlich, immer noch. Auch nach all den Jahren. Tut mir leid. Ja, ich meine, unsere einzige Nummer aus den 68ern. Ja, ist ja gut. Ich meine, pass auf. Wenn es da unbedingt darum geht, eine Frau zu spielen, Hartmann. Pass mal auf, da habe ich was für dich. Warte, einen Augenblick, ich bin gleich fertig. Ich habe einen wunderbaren Sketch mitgebracht, ja. Der ist ganz einfach, pass auf. Und der hat Pointen, sage ich dir. Eine Menge Pointen. Ja, aber pass auf, ich erkläre mal den Sketch. Also du bist die Frau, ja? Du bist die Frau, du sitzt auf einem Stuhl und weinst. Gut, gell? Ja, und dann komm ich. Ich komme da als Mann rein und sage, ha! Ha, ha! Hast du mich... Ich das sehe, ich könnte mich fixen, wirklich ganz, ganz toll, sage ich dir. Also, komm rein und sag, ha! Ha! Das ist wirklich ein Wahnsinnssketch, gell? Ist toll, was? Ja, und was ist die Pointe? Hab ich doch gerade erzählt. Du bist die Frau. Du sitzt auf einem Stuhl und weinst. Und jetzt komme ich rein als Mann und sage, ha, hast du wieder meine Strumpfhalter an? Kannst du dir denn keine eigenen kaufen? Gut, was? Halt, stopp. Es ist noch nicht fertig. Es geht doch noch weiter. Ich dachte, das wäre die Pointe gewesen. Nein, das ist wieder, ja, ich meine... Komm rein und sag, du hast wieder meinen eigenen Stumpfhalter. Ja, du hast es ja gemerkt. Pass auf, ich komme rein und sage, ha, ha, ha. Was ist denn los? Was ist denn los? Du stinkst! Ich? Du stinkst! Ich? Du stinkst! Nein! Du! 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 Ich? Du! Was? Du weißt überhaupt nicht, worüber du redest. Stimmt. Denk nach, Idiot! Es nützt nichts, es... Sag mal, Hartmann, könntest du mir vielleicht einen kleinen Tipp geben? Du stinkst! Ich? Ja! Nein! Doch! Du! Du! Aha! Siehst du? Was? Du weißt überhaupt nicht, worüber du redest! Stimmt. Denk nach, Idiot! Jetzt fällt's mir wieder ein. Jetzt! Also, du bist die Frau. Du sitzt auf einem Stuhl und weinst. Und ich komme an. Pass auf, das ist ganz einfach. Ja. Hier ist der Stuhl. Du sitzt als Frau auf dem Stuhl und weinst. Ja. Und ich komme als Mann rein und sage, ha! Ha! Hast du wieder meine Strumpfhalter an? Kannst du dir denn keine eigenen kaufen? Und jetzt kommt's. Pass auf. Jetzt stehst du auf als Frau, ja? Und dann klebst du den Mann ein, also mir. Ja. Pass mal auf, wenn ich dich richtig verstanden habe, ja? Dann sitze ich hier als Frau und heule, du kommst als Mann rein und sagst... Ha! Hast du wieder meine Strumpfhalter an? Kannst du dir keinen eigenen kaufen? Und dann stehe ich auf und kleb dir eine. Ja, genau. Sehr gut. Du, das ist ein unheimlich toller Sketch. Lass uns ihn gleich mal probieren. Pass mal auf. Also ich sitze hier als Frau und heule. Nee. Und du kommst als Mann rein. Nee. Ha! Ha! Hast du wieder meine Strumpfhalter an? Kannst du dir keine eigenen kaufen? Pass mal auf. Damit ich nicht falsch mache. Also ich sitze hier drauf
Ja? Du kommst als Mann rein, ja? Ich sitze hier als Frau und wein. Ja, und ich komme rein und sage, ha! Hast du schon wieder meine Strumpfhalter? Kau, nicht jetzt! So, was kommt? Ein Satz später. Ein Satz später. Kannst du dir keine eigenen kaufen? Kannst du dir keine eigenen kaufen? Dann steht auf dem Klick. Genau so. Also, pass mal auf. Probier mal, damit da nichts schief geht. Nochmal. Ja. So. Also, sitz auf dem Stuhl und weinst, ja? Jetzt komm ich rein als Alter. Ha, hast du wieder meine Strumpfhalter an? Kannst du dir keine eigenen kaufen? Pass mal auf, jetzt müssen wir nur noch klären, ja? Also die Rolle der Frau, ist es eine alte, schon ältere, gebrechliche, die sich aus dem Sitz hochmüht und dir mit knöchernen Fingern eine langt? Ja? Oder ist es so eine vollblutige, die aufschäumt, ja, und dir eine klärt? Oder ist es eine zierliche, hysterische, die ihr links und rechts, links und rechts, links und rechts? Hörst du jetzt, Mensch? Mensch, hör auf! Weißt du, Braut? Ja. Ich finde diesen Sketch... Ja. ...ein Scheiß-Sketch. Los, sag mal. Oh, nee. Hä? Geh an dein Klavier, du hast hier nichts zu suchen. Mensch, das ist dein Platz hier, ja? Hast hier überhaupt nichts zu suchen. Ne? Mit dem Taschentuch sich an meinen Kollegen ranwichsen. Was das Spiel, ja? Du stinkst! Wer? Du! Ich? Ja! Ich? Ja, du! Nein! Doch! Was? Na, siehst du? Reden wir hier eigentlich? Oh, denk nach, Idiot. Es nützt nichts. Ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Nein, jetzt bin ich schon wieder raus. Warte mal. Irgendwas stimmt hier. Hartmann, das stinkt hier bestialisch. Es stinkt hier überall. Überall, wo du bist, stinkt's. Oh.
Nee, das ist noch nicht weit genug weg. Anfange mit meinem Text, hat klack aufzuhören. Ja, so einfach. Ja. Nochmal. Da, da, da. Los, mein Spiel! Ah, ha, ha, ha. Ah, was für ein wunderbarer Morgen! Nicht wahr, Traugott? Was für ein wunderbarer Morgen, ja. Ach, ich liebe unser gemeinsames Frühstück, ja. Mit einem starken Kaffee, ja. Und ein dick Butterbrot mit Marmelade drauf. Oh, das ist wunderbar. Traugott, ja, ein dick Butterbrot. Haben wir eine Schiene verloren. Kannst du mir mal deine geben? Was? Ich hab meine Zähne verloren, ob du mir deine geben kannst, schwere ist auch noch. Der hat ja gar keine mehr, stimmt ja. Ah! Ja! Mit einem starken Kaffee und einem Marmeladebrot mit dick Butter draußen. Nein, ja. Sag mal, Traugott, ja, liebst du mich denn noch, Traugott? Ob du mich noch liebst, Traugott? Ah, ja, ja. Hast du wieder dein Saures aufgestoßen? Ja, deshalb redest du nicht mit mir. Traugott, ich habe dich gefragt, ob du mich noch liebst. Überlege dir genau, was du jetzt antwortest, Traugott, ich habe dich gefragt, ob du mich noch liebst. Ich, Traugott. Ja, was? Ich. Traugott. Traugott. Du weißt doch, du hast alle Freiheiten bei mir. Alle Freiheiten. Traugott. Traugott, du hast wirklich alle Freiheiten. Nein, so einfach kommst du mir nicht davon, Traugott. So einfach kommst du mir nicht davon, Traugott. Traugott. Was? Ich. Du redest ja immer nur um dich. Wer spricht hier eigentlich von mir? Ich will daraufhin jetzt eine Antwort, Traugott. Ich will jetzt eine Antwort. Traugott? Traugott, ich sage dir nur eins. Du kannst gehen, wenn du willst. Ja? Nein, so einfach. So einfach lass ich dich hier nicht davon, Traugott. Seit 30 Jahren, Traugott, seit 30 Jahren sind wir verheiratet. Weißt du noch? Früher, nicht so lange her. Und jetzt
ins Gesicht, dass du mich verlassen willst? Traugott, Traugott! Du bist ein solches Schwein, Traugott! Ein solches Schwein! Traugott, du kannst gehen. Reisende soll man nicht aufhalten. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Das weißt du. Traugott, Traugott, seit 30 Jahren leben wir jetzt zusammen. Und jetzt willst du mich verlassen, Traugott. Es ist nicht zu fassen, Traugott. Aber bitte, Traugott, geh. Du warst meine einzigste Liebe, Traugott. All die 30 Jahre. Gut, Traugott. Traugott, geh in die Freiheit, nach der du dich so sehnst. Traugott, geh! Traugott. Traugott, du verlässt mich. Wo willst du denn hin, Traugott? Traugott, wo willst du denn hin? Ich hätte nur einmal müssen. Meine Damen und Herren, ab jetzt wird der Abend endgültig auch für Sie einer, den Sie mit zu verantworten haben. Wären Sie bereit, mal auf die Bühne zu kommen? Ja, so, so. So, wenn Sie sich bitte setzen. Meine Damen und Herren, wir... Sie sind nur zu einer Demonstration hier. Meine Damen und Herren... Sie wissen, letztes Jahr war in Frankreich die Feier zur Französischen Revolution. Meine Damen und Herren, die Historiker unter Ihnen werden wissen, dass Monsieur, die Historiker unter Ihnen werden sicherlich wissen, dass Monsieur Guettin ein Verhältnis mit Frau Bouillon hatte. Meine Damen und Herren, würdest du mir bitte eine Gurke bringen? Meine Damen und Herren, kannst du die nicht höher tragen? Meine Damen und Herren, vielleicht haben einige von Ihnen auch den jungen Werther gelesen. Ein ähnliches Verhältnis war es nur, dass Monsieur Guettin dieses Verhältnis überlebte. Der junge Werther, wie wir wissen, nicht. Während Monsieur Bouillon auf Geschäftsreise war, half Monsieur Guettin Frau Bouillon beim Gurkensalat. Sie wissen, die Bouillonsuppe mit Gemüseeinlage ist weltberühmt geworden, meine Damen und Herren. Ihnen ist vielleicht aufgefallen, dass Monsieur Guettin dazu zwei Hände brauchte. Deshalb entwickelte er eine Maschine, die später Weltruhm hat. Sie sehen hier das Urmodell, meine Damen und Herren. Es wurde uns vom Louvre zur Verfügung gestellt. Aus dem Raum, wo auch das Urmeter liegt. Meine Damen und Herren, bitte. Abdullah, bitte die nächste Vorführgurke. Ha 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 ha!
Ja, führ sie bitte ein. Ja, mach schon. Meine Damen und Herren, das Häppchen aufziehen. Meine Damen und Herren, Monsieur Guettin war wiederum auf Besuch bei Frau Bouillon, hatte aber aufgrund seiner genialen Erfindung dadurch die eine Hand frei. Bitte mach weiter, ich bitte. Das ist doch nicht so. Acht Mann! Monsieur Bouillon war auf Geschäftsreise. Monsieur Guettin war bei Frau Bouillon und sie fertigten für die nächsten Gemüsesuppen die Gurken ein. Sehen Sie, meine Damen und Herren, jetzt bitte die nächste Gurke. Es sind zwei Sehnsüchte und man hat zwei Hände. Wegmahlzeit soll auch Arbeit sein. Ja. Sie konnten sich hier ausruhen und das Gurkensoll war mit einem riesigen Schlag zu schaffen. Meine Damen und Herren, und nun werde ich Ihnen vorführen, wie die Entwicklung des Gerätes weiterging. Wie schon gesagt, fing an, die Revolution ihre Kinder zu fressen. Die Henker kamen mit den Köpfen nicht mehr nach. Und Monsieur Guettin ging mit dieser Handmaschine zu Robespierre und Danton. Meine Damen und Herren, vielleicht, wenn ich Sie darauf aufmerksam machen darf, waren für die Vorführung, der Louvre war ja voll mit Gefangenen, waren auch einige vom blauen Blut dabei. Also hochadelig. Meine Damen und Herren, bitte die nächste Gurke einführen. Und wenn Sie jetzt bitte aufstehen und hinter das Gerät und Ihren Arm und das ist ja so ein ähnlicher Rock wie ich habe. Und versuchen Sie, Sie können da Ihre. Nee, dann, Entschuldigung, dann hat das keinen Wert. Also wenn Sie noch so verkrampft sind, nicht. Aber ich weiß. Neukölln, sagten Sie. Kann er dann mit dem Gerät nach der Vorstellung vorbei so entspannen und dann machen. Also Abdullah, da bleibt mir nichts anderes übrig. Du brauchst keine Angst zu haben, komm bitte her. Ich setze dich in die Beam-Trance. Meine Damen und Herren, die Beam-Trance ist eine Trance, die Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft in einem fasst. Wir werden Ihnen das gleich. Vorhin Ihnen gesagt, auch der Zuschauer hat eine gewisse Verantwortung. Meine Damen und Herren, Sie werden jetzt Zeuge dieser einmaligen Trance-Hypnose. Sie ist äußerst kompliziert. Schau auf meine Fingerspitzen.
Abdullah hat heute zu große elektrische Ströme. Ich werde ihn hinterrücks hypnotisieren. Bitte sehr. Meine Damen und Herren, Sie sehen Abdullah in der Beam-Trance. Meine Damen und Herren, ich werde Ihnen nun vorführen, dass Abdullah in dieser Trance keine Schmerzen verspürt. Er spürt den Schmerz, vergisst den Schmerz und wenn er wieder auftaucht, ist der Schmerz vorbei. Ich werde ihn deshalb zur Demonstration in seine beiden Brüste zwicken. Auch dies, meine Damen und Herren, ist der Urreflex. Er ist tief in seine Kindheit zurückgegangen. Deshalb werde ich Abdullah nun an seiner zärtlichsten Stelle ziehen. Ja! Ach! Oh. Abdullah hat nichts gemerkt, meine Damen und Herren. Und nun, Abdullah, führe bitte deine Hand, Abdullah. So. Komm, stell dich nicht so an, du bist in Trance. Hier. Führ bitte deine Hand hier rein. Und nun, meine Damen und Herren, ich hatte Sie schon darauf aufmerksam gemacht, dass Monsieur Guillotin keine Probleme mit dem Vorführen des Gerätes hatte. Es waren ja genug Gefangene da. Und nun, meine Damen und Herren, werde ich vor Ihren Augen Abdullah, der in dieser Beam-Trance ist, der Hand greifen. Sag mal, kann ich so im Stein? Ich hab dich doch... Ja, du hast doch überhaupt nicht machen. Komm, steck dich. Nein, ich will es nicht machen. Nein, ich will es nicht machen. Ich will es nicht machen. Ich will es nicht machen. Ah! Geh, setz dich. Setz dich. Das hat so keinen Zweck. Geh, setz dich. Setz dich. Setz dich. Du sollst dich setzen. Setz dich! Ich will Ihnen auch sagen, bitte seien Sie. Ja, sonst wäre ich auch etwas zornig mit Ihnen. Nicht nur, dass ich durch Sie fast meine letzten Zähne verloren habe, sondern auch jetzt hier noch den kleinen Finger. Meine Damen und Herren, ich begebe mich jetzt selber in diese Bienentrance und werde ein Selbstexperiment vorführen, wie es damals auch Sauerbruch machte. Om. Meine Damen und Herren, die berühmte Gurke. Meine Hand. Ja. Meine Damen und Herren, durch Wahnsinn! Absoluter Wahnsinn! Lass doch! Ja. 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 Komm, räum das Gerät weg. Ja. Meine Damen und Herren, nun
kommen wir in die Nähe der Todesnummer. Meine Damen und Herren, ich werde nun Abdullah. Setz dich hier auf den Stuhl. Ich werde nun vor Ihren Augen diese Ketten testen. Ich werde nun die Materie überraschen. Meine Damen und Herren, Sie sehen hier von mir in Ihrer Materie überraschte Ketten. Mit diesen Ketten werde ich Abdullah fesseln. Au! Au! Meine Damen und Herren, Sie können völlig beruhigt zusehen. Abdullah befindet sich immer noch in Hypnose. Und nun, meine Damen und Herren, waren wir vorher bei der Französischen Revolution, kommen wir in die Phase vor der Revolution, und zwar nach... der Schweiz. Meine Damen und Herren, Ihnen ist sicherlich Herr Gessler bekannt, der Wilhelm Tell zwang, auf seinen Sohn zu schießen. Meine Damen und Herren, ich nehme an, dass Sie wissen, dass Wilhelm Tell mit offenen Augen auf seinen nicht gefesselten Sohn schoss. Meine Damen und Herren, ich werde mich jetzt vor Ihren Augen völlig sinnlos machen. Ab jetzt sehe ich nichts mehr. Ich höre nichts mehr. Ich rieche nichts mehr. Meine Damen und Herren, und nun werde ich... Meine Damen und Herren, die Überlebenschance von Abdullah ist äußerst gering. Wenn es ihm nicht gelingt, innerhalb von 10 Sekunden, sich aus den Ketten zu befreien. Nein, du hast meine Damen und Herren, du hast den Apfel vergessen, den Apfel. Den habe ich nicht vergessen. Der Apfel. Den habe ich nicht vergessen. Du bist heute der Apfel. Meine Damen und Herren, ich fange an zu zählen und zu zielen. Das machst du doch extra. Hör auf, 10 Sekunden Apfel. Das passt dir, ich und der Apfel.